Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Programmheftwoche. Und heute möchte ich euch das Programmheft der Karl-May-Spiele Bad Segeberg 2007 vorstellen. Und zwar das Programmheft zum Stück Winnetou 1 und damit auch zur ersten Saison von Erol Sander. Und ja, dazu schauen wir uns wie in jeder Ausgabe bisher erstmal den Aufkleber an. Hier haben wir ihn mit dem Plakat, Erol Sander als Winnetou, Peter Krämer als Santa und Thorsten Nindel als Old Shatterhand. Und dann kommen wir auch schon zum Programmheft von Winnetou 1. Und hier haben wir ja wirklich ein paar schöne Bilder abgebildet. Einmal hier natürlich Erol Sander als Winnetou, der für das erste Jahr gar nicht so schlecht getroffen wurde, sondern wirklich gut getroffen wurde. Dann haben wir hier die Postkutsche, Indianer und einen Zug. Hier noch so ein paar Felsen, vielleicht der Nuggetziel. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das gesamte Heft doch einmal genauer an. So, und dann würde ich sagen, machen wir das ganze Heft doch einmal auf und schauen uns das einzeln an. Und ja, hier haben wir erst ein Grußwort. Eine Einladung in die Traumwelt Karl Mays und zur Entspannung ein Bummel durch Bad Segeberg. Mit Bruno Hagt, dem Bürgervorsteher, und Hans-Joachim Hampel, dem Bürgermeister und Aufsichtsratvorsitzenden. Das Grußwort könnt ihr gerne durchlesen, dafür einfach auf Pause drücken. Dann haben wir hier ein schönes Foto vor dem Pueblos der Apachen. Und auch hier ist das Grußwort von der Geschäftsführerin Ute Tienel. Auch dort gerne auf Pause drücken, dann könnt ihr euch das durchlesen. Und hier noch ein Überfall auf eine Postkutsche. Dann ein Bild mit Old Shatterhand und Peter Krämer, beziehungsweise Old Shatterhand und Santa. Die Handlung. Auch einige schöne Bilder dabei. Erol Sander, ein Mann ganz wie Winnetou, sportlich, gefühlvoll und mit großer Aura. Thorsten Nindel, ein Old Shatterhand, der auch schon Zorro war. Und Peter Krämer, ein Krimiheld, der zum eiskalten Karl-May-Schurken wird. Dann haben wir hier noch zwei schöne Bilder. Und dann ist hier einmal das gesamte Karl-May-Team von der Saison 2007. Dann kommen wir zu den Schauspielern. Uli Kinalzig als Sam Hawkins. Yoshi Peters als Inshu Chuna, auch diesmal in einer Indianerrolle. Dirk Simpson als Rattler. Vanida Karun als Nshochi. Frank Schröder als Jacques Leclou, also das habe ich noch nie gehört. Also das habe ich wirklich noch nie gehört, diesen Namen. Kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe das ja nur auf YouTube einmal gesehen. Rainer König als Juggle Fred, Andersen Fahrer als Capitano, Matthias Friedrich als Tangua und Mr. Henry. Also es sind hier schon einige Namen bei, die man sich da wirklich auch noch dazu ausgedacht hat. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Dann Burkhard Heim als Klicky Petra und Cemento. Semeneto. Entschuldigt bitte. Diese Programme sind auch wirklich komische Namen. Carmen Rutzel als Rosi und Mike Sommer als Captain Everett. Dann auch hier die Spieltermine und Eintrittspreise. Hier ein wirklich sehr, sehr schönes Bild von der Explosion. Beim Zug. Double Action.
die Stunt-Crew mit Ronnie Powell, auch dort immer noch als Stunt-Chef. Regie und Crew Norbert Schulze Junior, Produktions- und Spielleitung Stefan Tietgen und Buch Michael Stamp. Und hier noch ein schönes Bild. Dann ein Bilderbogen mit wirklich auch grandiosen Stunts und ja, Bildern. Souvenirs, kleine Erinnerungen an große Abenteurer. Und auch dort gibt es die DVD zu Winnetou 3 für 17 Euro. Und damals hat auch ein Programmheft noch 3,50 Euro gekostet. Indian Village, nostalgischer Charme von 1880. Kalmai-Spiele und mehr. Noctalis, Welt der Fledermäuse. Adler, Kolkraben und Tauben. Diesmal bringt Hera einige gefiederte Kollegen mit. Hinter den Kulissen, wie man Bärlapsamen zum Brennen bringt, etwas über die Pyrotechnik. Hinter den Kulissen, wer dafür sorgt, dass Winnetou im rechten Licht steht. Auch hier nochmal ein schönes Bild. Auch noch etwas über Andersen Farrar. Und Karl May spielte 2008 Winnetou und Firehand. Auch sehr schön, und damit wird es dann im morgigen und letzten Video der Programmheftwoche weitergehen. Und ja, das war's dann auch schon, das Programmheft zu Winnetou 1. Hier noch einmal der Aufkleber. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, einen Daumen nach oben da lassen. Aber besonders über ein Abo würde ich mich sehr freuen, denn so verpasst ihr keine weiteren Videos und auch nicht die Programmheftwoche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.